Hallo ihr Lieben, es wurde ein Maniküre Nagelpflege Video gewünscht und ich habe überlegt, wie mache ich denn das? Ich möchte mir jetzt nicht vor der Kamera unbedingt jetzt die Nägel schneiden, also nee, schneiden soll man sowieso nicht, ne? Feilen. Und also ich versuche das jetzt mal. Ich habe mich jetzt hierher gesetzt und habe mir auch eine kleine Schüssel hergestellt und muss dann zwischendurch ab und zu mal aufstehen und ausmachen und wiederkommen. Also, schöne Hände sind egal, ob im Job oder in der Freizeit, für jede Frau, also nicht nur für die Frau, auch für den Mann, ein absolutes Muss. Und es gibt da so ein paar Regeln, wer jetzt die Maniküre gerne zu Hause machen möchte, die man einfach beherzigen sollte. Ich hätte jetzt nicht im Traum dran gedacht, euch ein Video darüber abzudrehen, aber eure Wünsche sind mir ein Befehl, also gut. Als allererstes, logisch, ich habe es schon abgemacht, Entfernen des Nagellacks. Mit einem Nagellackentferner, ich nehme den hier von Santé, den Augen-Make-up-Entferner mag ich nicht von Santé, aber diesen Nagellackentferner mit Orangenblütenöl, der ist ganz gut. Und das Praktische ist daran, presst man also das Wattepad drauf und pumpt und dann ist das automatisch getränkt. Da ist kein Gekippe und Gegieße. Ist prima. Santé Nagellackentferner. Wenn ihr Zeit habt und was ihr eigentlich, es muss ja keine 10 Minuten dauern, wie jetzt bei der Maniküre, macht ein Nagelbad, also so ein Handbad einfach. Ich habe jetzt hier lauwarmes Wasser drin, in diesem entzückenden Schüsselchen. Gebe etwas, na, wie soll es anders sein? Rosenöl, ein Spritzer hinein, das reicht völlig aus. Und so, halt jetzt hier meine Fingerchen rein. Ja. Man kann auch eine große Schüssel nehmen, dann könnt ihr beide Hände reinhalten. Und somit wird die Nagelhaut und der Nagel schön aufgeweicht. Nicht zu weich, also das Wasser sollte auch nicht zu warm sein, lauwarm. Direkt nach dem Nagelbad heißt es, Nagelhaut zurückschieben oder entfernen. Dafür könnt ihr so ein Rosenholzstäbchen nehmen oder das ist hier, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das ist so Gummi, so ganz hartes Gummi. Da kann man das schön zurückschieben, die Nagelhaut. Ja. Und hier kann man sogar diese überschüssige Haut mit entfernen. Das ist wie so eine Schlinge da mit dran. Man kann allerdings auch, aber Vorsicht, ne, man kann auch eine Nagelhautzange nehmen. Die sind super scharf, die Dinger, dass ihr euch da nicht reinschneidet. Was ich auch ganz gerne mache mit dieser Feile, die so abgerundet ist, dass man sehr schön, da hat man nämlich praktisch den ganzen Nagel und das ist ja super aufgeweicht jetzt, kann man die Nagelhaut ganz sanft, ohne sich zu verletzen, zurückschieben. Wer jetzt eine richtig feste Nagelhaut hat, kann, und das Nagelbad jetzt nicht ausreicht, der kann auch so einen Remover nehmen. Ich habe mir den mal gekauft, trägt den auf. Da ist so ein Pinselchen dabei. Ich habe keine besonders harte Nagelhaut. Und dann lässt man das einwirken, entfernt die Nagelhaut. Das heißt, schiebt sie zurück und wäscht sich danach die Hände. Das mache ich jetzt nicht. Also ich mache das überhaupt nicht mehr. Mir reicht das nach einem Nagelbad, die Nagelhaut entweder hier mit zurückzuschieben oder damit zurückzuschieben oder mit dieser Glasfeile. Ich habe übrigens einen immensen Verbrauch an Glasfeilen. Mir fallen die ständig runter. Also die gehen wirklich schnell bei mir kaputt. Also natürlich aus Versehen fallen die runter. Ne? Nachdem jetzt die Nagelhaut zurückgeschoben worden ist oder leicht entfernt wurde, Nägel kürzen. Bitte keine Schere, keine Zange, immer mit einer Feile. Sonst spalten sich die Nägel so auf. Also ganz ein absolutes No-Go ist eine Nagelschere. Ne? Empfohlen wird eine Sandplatzfeile. Ich habe keine jetzt da. Ich benutze nur Glasfeilen. Gibt es auch im Handel, in der Apotheke, überall zu kaufen. Die sind sehr schonend zu den Nägeln. Und wenn ihr jetzt die Nägel gekürzt habt, dann, oder ich, dann werden auch die Ecken hier schön entfernt. Und ich gehe dann immer noch mal hier so ganz drüber mit der feineren Seite. Das ist eine grobere und eine feinere Seite, um diesen Nagel, um das zu verschließen. Weil das ist ja doch ein bisschen aufgeraut, ne? Nach dem Feilen. So. Nachdem die Nägel gefeilt worden sind, empfiehlt es sich, wenn ihr Zeit habt, ein Handpeeling. Es gibt natürlich im Handel
hunderttausende Handpeelings zu kaufen. Ihr könnt ein ganz normales, ihr könnt euer Gesichtspeeling nehmen, ihr könnt aber auch ein Körperpeeling nehmen. Ich habe hier dieses von Rituals, ist auch so ein geiler Name, den ich immer falsch ausspreche wahrscheinlich. Himalaya Scrub, das ist hier mit Sweet Mandel und indischer Rose. Hat einen ganz tollen Duft, das ist ein ganz tolles Körperpeeling. Und das nehme ich jetzt, feuchte das ein wenig an. Und das ist auch so leicht ölig. Und peelt eure Hände. Und das ist wirklich erstaunlich. Es ist unfassbar, wie weich und zart die Haut nach einem Handpeeling ist. So. Ganz samtig weiche Haut habe ich jetzt. Und jetzt geht's ans Polieren, Nägel polieren. Dafür gibt es spezielle Polierfeilen, die ist hier von Ebelin. Die hat drei Seiten, einmal reinigen, einmal glätten, einmal polieren. Das heißt jetzt, ihr geht mit der ersten Seite, mit der weißen Seite, wird jetzt der Nagel, ich mache das mal so rum, wird jetzt erstmal gesäubert. Auch wenn man so Rillen hat, ist das ganz günstig oder Verfärbungen hat. Ich wische das jetzt mal ab. Dann glätte ich den Nagel mit der rosa Seite oder pinkfarbenen Seite. So. Und jetzt nehme ich die graue Seite und das ist wie so eine Art Gummi und poliere den Nagel. Und ehrlich gesagt, das ist wie ein Nagellack. Man hat dann also einen total polierten, tollen Nagel. Ich mache das jetzt nochmal mit einem anderen hier, mit dem mittleren. Also weiße Seite, säubern den Nagel, abwischen, glätten mit der pinkfarbenen Seite und danach polieren. Mal sieht man, oh, das ist irre. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Der Nagel sieht super schön poliert und gepflegt aus. Schaut mal, ob man das sehen kann. Ich weiß es nicht, ob man das sehen kann. Ich weiß nicht, ob die Kamera das aufnimmt. Also der ist poliert. Das ist aber jetzt kein Stinkefinger. Das ist ein polierter Finger. Und polierter Nagel. Und das ist nicht poliert. Wenn ich mir meine Nagelpflege gemacht habe, lackiere ich nicht gleich. Ich mache das meistens abends und den krönenden Abschluss bildet natürlich die Handpflege. Ich habe hier speziell eine von Caudalie, kostet um die 9 Euro, glaube ich. Ich weiß es nicht. Nagelt mich bitte nicht fest. Es ist immer unterschiedlich, wo man das kauft. Im Internet, in der Apotheke. Die Apotheken haben auch verschiedene Preise, weil jeder anders einkauft. Das ist eine also mit Traubenkernöl und Avocadoöl. Das ist eine Hand- und Nagelcreme und die ist fantastico, weil man braucht nur wenig und man pflegt die Hände und die Fingernägel. Und das Geniale daran ist, sie fettet nicht. Oft hat man ja so reichhaltige Handcremes, die dann so einen unschönen Fettfilm überall hinterlassen. Das ist bei der nicht der Fall. Das ist jetzt mal ein kurzes Nagel-Tutorial gewesen, so wie ich meine Maniküre mache. Das gleiche mache ich so mit den Füßen und gibt es ja wahrscheinlich schon tausendfach. Ihr habt vielleicht ganz andere Routinen. Es ist jetzt mal ein Wunsch, den ich erfüllt habe von einigen Zuschauerinnen, die meinten, ach, du hast immer so schöne gepflegte Hände und was machst du denn da eigentlich? Ich mache gar nichts Besonderes. Man sollte die Hände mehrmals am Tag eincremen, ist besonders im Winter. Werden die Hände durch diese draußen kalt, drin warm, Handschuhe und so weiter oft rissig. Und Hände haben ja auch so ihre Alterserscheinungen. Ne? Und es wird trocken, die Haut und rissig. Also eine gute Handcreme ist wie fürs Gesicht, ne? Weil die Hände sind ja auch so ein Aushängeschild für uns. Zeigt her eure Händchen, ne? Zeigt her eure Füße. Und ja, das war es eigentlich schon. Für einen natürlichen Look kann ich nur empfehlen, entweder ein Klarlack oder diese von Essie, die sind so leicht farblich angehaucht.
Pflege und ein ganz heller, so ein nudfarbener, etwas schimmernder, schön in der Weihnachtszeit Lack ist das. Ich schreibe gerne die Nummer dann nochmal in die Infobox. Zur täglichen Pflege, also ich benutze auch gerne von Manhattan, das ist ein reiner Calciumlack. Frauen, die jetzt auch so Rillen haben oder weiche, brüchige Nägel, empfiehlt es sich immer einen Unterlack aufzuschreiben oder generell immer einen Klarlack zu benutzen, also wenn es geht, einen Calciumlack. Selbst wenn ihr keine bunten Nägel haben wollt, tragt auf eure Fingernägel einfach einen Calciumlack auf, dann werden die Nägel ein bisschen strapazierfähiger, sind auch geschützt. So, das sind jetzt meine Tipps, die ich euch geben kann, auf Wunsch. Und ich schreibe gerne nochmal diesen tollen Essie-Lack hier in die Infobox. Ist relativ neu, glaube ich, seit einem halben Jahr gibt es diese fliegenden, etwas farblich angehauchten Nagellacke. Und Essie ist ja sowieso, wissen wir, ist eine tolle Firma, die sehr schöne Produkte herstellen. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch wie immer das Beste, seid besonders gut zu euch und auch zu euren Händen. Für die Zuschauer, die neu auf meinem Kanal sind, würde ich mich freuen, wenn ihr mir kostenlos ein Abo dalasst. Ihr könnt auch gerne meine Videos in den sozialen Netzwerken teilen, würde ich mich sehr drüber freuen. Würde uns alle so ein bisschen weiterbringen, hier diesen Best Ager Kanal. Ihr habt eine tolle, also ihr seid eine tolle Community, nicht ihr habt, ich habe sie. Ich habe eine ganz tolle Community und ich freue mich jeden Tag über eure Kommentare und eure Likes, auch auf Instagram. Also tschüss und bis bald. So, das sind jetzt die fertig polierten Nägel. Es sieht so aus, als wäre Lack drauf, ne? So ein Klarlack. Ist es aber nicht. Dieses Teil ist wirklich Gold wert.